Schauen wir mal, ob wir das auf die Reihe kriegen. Auf die Reihe bringen. Wir unterhalten uns jetzt noch mal ganz, ganz kurz über Eigenarten von Entscheidungen, die du triffst. Vorneweg, Autobahnbeispiel müsste jetzt verstanden sein. Immer dran denken, Indie ist ein Konstruktprogramm, das nennen wir jetzt einfach, das ist ein Videospiel. Das Videospiel ermöglicht dir, dein Leben zu konstruieren in ständig wechselnden Bildern. Und du bist derjenige jetzt, nicht diese Figur, die Rolle, die du spielst, sondern du bist jetzt eigentlich der, der den Joystick in der Hand hat und die Entscheidungen trifft, was als nächste Bilder kommen. Einfache Metapher, jede Reaktion auf ein Indie auftauchendes Bild ist wie eine Eingabe in ein Videospiel und das Programm verändert dann zwangsläufig aufgrund einer Eingabe die Bilder. Das ist eine einfache Darstellung, eine extreme Vereinfachung, aber was ich hier damit sage, ist, dass du mit jeder Entscheidung, die du triffst, Autobahnkreuzung, fahre ich rechts, fahre ich links, bestimmt dann letztendlich, was die nächsten Bilder sind, die in dir auftauchen, wo jedes Bild natürlich hier und jetzt auftaucht, aber du den Eindruck hast, dass du eben dann in diese Richtung fährst. Du wirst dann an einer Autobahnkreuzung, wenn du meinetwegen Richtung Berlin fährst, andere Bilder kriegen, wie wenn du Richtung München fährst. All die Bilder, die prinzipiell in dir auftauchen können, du bist ein träumender Geist, sind hier und jetzt schon in dir drin auf diesem Programm. Das habe ich jetzt ganz kurz vorne weggestellt. Das heißt, jede Entscheidung, die du triffst, mache ich dieses oder jenes, bestimmt maßgeblich das, was du dann Zukunft nennst, was aber immer nur den Wechsel der ständigen Bilder. Das sind die Grobentscheidungen. Und jetzt will ich ganz, ganz kurz auf den Schmetterlingsphänomen eingehen. Und ich würde dir nochmal ganz, ganz anders, nämlich geistreich beschreiben. In kurzen Worten, wenn man das jetzt nachlesen tut, ist das eine sehr komplexe Sache. Aber um das ganz einfach zu machen, du arbeitest mit Daten, mit welcher Genauigkeit benutzt du Daten? Beim Schmetterlingseffekt ist es also so, dass ursprünglich ist es entstanden durch Wetterberechnungen. Und da will ich jetzt gar nicht so viel erklären. Ich habe jetzt gerade, bevor ich eingeschalten habe, ein paar einfache, simple Erklärungen hergesucht, dass ich das mir ersparen kann. Dazu schalte ich jetzt einmal den Bildschirm wieder ein mit Audio. Und dann fahren wir da zuerst einmal hier die Chaostheorie, der Schmetterlingseffekt in diesen 100 Sekunden. Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann einen Tornado in Texas auslösen. Doch nicht wegen des Schneeballeffekts, der bedeutet, dass sich kleine Aktionen aufschaukeln können und somit ein Schneeball eine Lawine auslöst. Kleine Aktionen können sich aufschaukeln. Jetzt hast du schon wieder dieses Prinzip. Was hier natürlich immer das Problem ist, du musst dich zuerst einmal lösen, dass du glaubst, da außen ist irgendeine Welt, mit der du nichts zu tun hast. Ich sage jetzt nochmal, du hast in dir ein Programm, du bist der Computer und du spielst das Programm ab und mit deinem Intellekt machst du praktisch Eingaben, die massiv sich einmischen in die Bilder, die als nächstes in dir auftauchen, hier und jetzt. Wenn du dir jetzt diese Bilder, die jetzt sind, aneinanderreißt in einer Reihe, das, was du dann Zukunft nennst, bestimmst du mit jeder Aktion, die du hier und jetzt tätigst, das, was als nächstes hier und jetzt in dir auftaucht, was du aber dann sagst, was in der Zukunft kommt, wird eigentlich im Jetzt schon festgelegt. Darum ist es nicht besonders geistreich zu sagen, in der Zukunft löst sich mein Körper auf und dann gibt es mich nicht mehr. Dazu einfach das vorhergehende Selbstgespräch hören. Da könnte ich immer so, der Elementarpunkt aus dem letzten Selbstgespräch ist das hier. Mal schauen, ob das anläuft. Es gibt nichts und niemanden, den du denken könntest, der anders sein könnte, wie du ihn denkst. Und es gibt nichts, was existieren könnte, wenn du es nicht denkst. Weil für dich nur das existiert, was du denkst. Und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist das, was ich seit jetzt gedachten, Zeitfenster aufmachen, über 25 Jahren gebetsmühlenhaft versuche, dir zu erklären, dir, nicht irgendeinen Gedanken von dir. Also nicht diesen Deppen, der jetzt vom Computer sitzt. So, das ist eigentlich immer das Entscheidende. Meine Botschaft richtet sich bloß an den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Aufpassen. Lösen kann. Der Grund ist das sogenannte Chaos. Eine Regenwolke ist deterministisch. Das Das ist es Tohuwabohu in unserer Bibel. Im Anfang ist das Tohuwabohu. Jetzt ist natürlich immer wieder die schöne Erkenntnis, was bedeutet eigentlich Chaos? Und da haben wir auch wieder so ein schönes, ups, schöne Entheiligung des Wortes.
ein wildes Durcheinander, eine wüste Unordnung, das stimmt überhaupt nicht. Es ist auf der Datei das Programm, die Datei, die ist eine göttliche, die absolute Datei. Der ungeordnete Urzustand der Welt ist so vollkommener Blödsinn. Es gibt keine größere Ordnung wie auf der Datei. Und der, unsere generierte Weltidee, hast das Brandopfer, sind immer tausendfach der polare Rand, den du von Augenblick zu Augenblick opfern musst. Waff, doppelt aufgespannter augenblickliche Licht, ist das Joch, das hochgehoben wird, das zu einer Erscheinung wird. Das ist Welt. Das heißt eigentlich, und das polare Rand opfern, von Augenblick zu Augenblick, das ist das hebräische Wort für Welt, also hebraisiert. Sind wir drauf eingegangen? Sind wir jetzt, wo habe ich jetzt schon wieder den Chaos? Da muss ich her. Also das sind so Kleinigkeiten und das ist, es darf kein Jota verloren gehen. Bedeutet für ihre Existenz und ihr Verhalten gibt es Ursachen. Sie befindet sich an ihrem Platz. Jede Existenz für irgendetwas und für das Verhalten von Phänomenen oder von Menschen gibt es eine Ursache und die Ursache ist zuerst einmal der, der sich's ausdenkt. Wenn jetzt da einer diskutieren will, hat er sowieso nichts verstanden. Platz, weil sie vom Wind dorthin getrieben wurde. Und das konnte sie, weil sie davor durch die Verdampfung von Meereswasser entstanden ist. Und für alle Schritte davor gibt es ebenfalls Ursachen. Das ist unsere kybernetische Schleife, was wir irgendwann feststellen. Das heißt, wir haben Meerwasser, das verdampft, das wird zu Dampf. Das ist jetzt ganz interessant, schon, da haben wir einen Dampf von mir schon in den Adam mit drin, das Ad, die schöpferische Öffnung. Ich bleibe jetzt Ad. Ist der Dampf, der Dunst. Das M am Ende heißt ja eigentlich Besitzanzeichen des Fürwort. Das heißt, ihr Dampf, ihr Dunst. Und Geisteswung. Ja. Das ist dann der Adam. Aber der Rode, zu dem kommen wir dann später noch, wenn wir zum Lorenz kommen. Und jetzt haben wir diesen Weg. Wir machen jetzt nur einen Kreislauf, der wird zu Wolken, die Wolken regnet ab. Das abgeregnete Wasser wird zu Gehrundwasser, Grundwasser. Schau das Bild an. Ja. Dieses Grundwasser wird dann irgendwann aus einer Quelle in einen Brunnen eventuell fließen. Das ist die eine Seite. Oder es taucht irgendwie auf, wird ein kleiner Fluss und fließt wieder zurück ins Meer. Das ist jetzt auch so eine kybernetische Schleife. Ja. Im Umkehrschluss müsste das bedeuten, dass wenn wir irgendwann den aktuellen Stand genau genug beobachten können. Und immer dran denken, all das, was du dir jetzt vorstellst, aufgrund dieser Zeichen, 30 Kilometer in der Stunde sind jetzt bloß ein paar Linien, da gibt es weder Raum noch Zeit, sondern da steht einfach nur Zeichen. 50 Kubikmeter, Volumen. Immer dran denken, Volumen heißt Rollen. Hat nichts mit einem Raum, mit einer raumzeitlichen Größe zu tun. Steckt auch das Licht mit drin, das Lumen. Dass sich da einmal eine Frage stellt, wieso das eigentlich der Kreis, die Krümmung, die Windung, der Wirbel, die Welle, der ständige, bildlich der ständige Wechsel, die Rolle und die Ausgangspunkt ist die Schrift. Es ist ein Schriftwerk. Schrift ist eigentlich nur eine komplexere Form für das, was ich Worte oder Zeichen nenne. Ja, ja. Das, was du jetzt siehst, das ist eine Schrift. Diese 50 Meter hoch 3, was du als Volumen bezeichnest, das sind einfach nur Zeichen und die sind nur da, wenn sie in dir auftauchen. Das ist Celsius, da hast du wieder Volumen, Temperatur, Kilometer, denkst du dir eine SDR-Ecke, eine Strecke, bei H, denkst du an Hauer, an die Stunde. Ja. Das ist aber. H ist eigentlich eine Wahrnehmung und ist immer jetzt. Merkst du, das ist eine Frage, was löst dieses Ding in mir aus? Ja. Und da ist im Hintergrund ein Chat, ein Wissen, das Vorstellungen in dir aufbaut, die aber immer hier und jetzt sind. M hoch 3 denkst du an ein Volumen. Dass aber das Volumen nichts mit einem dreidimensional ausgedachten Raum zu tun hat, das befindet sich alles hier und jetzt in dem Punkt, in dir selber, in deinem mittelsten Mittelpunkt. Und somit die Ursachen für das kommende Wetter kennen, wir das Wetter perfekt. Das Wetter ist schon wieder jetzt ausgedachte Zukunft, in der nie was passieren wird. Was kommt, kommt hier und jetzt. Und das, was in dir auftaucht, ist W-Ed. W heißt doppelt aufgespannt, Ed ist Zeit. Ja. Und W doppelt aufgespannt und Zeit. Ja. Auch der Zeitpunkt, das ist der Punkt, in dem sich alles abspielt. Jetzt will man natürlich hier noch die rechte Zeit, muss zwangsläufig eine linke Zeit geben. Das ist das Wett,
Und DR, da können wir jetzt so 70 mit reinmachen, du wirst etwas erwecken. Das hast eigentlich imperfekt gelesen. Du erwächst, du wirst etwas erwecken. Mhm. Das ist jetzt hier übrigens nicht ganz korrekt, das unterschlagen die jetzt, ich will das mal ganz kurz, die meine ich jetzt, die sogenannten Hebraisten. Er, weiß jeder, heißt erwecken, erwachen. Mhm. Aufgeweckt, wach, wachend, wachen, erwecken, diese ganzen Wachen, da kommt dann noch etliche Sachen. Mhm. Das Taf als Vorsilbe ist imperfekt. Das heißt, du wirst, du kannst, du sollst etwas erwecken. Übrigens, was ich jetzt sage, ist korrektes, normales Schul. Das ist als Ganzes gelesen. Also das nicht als Vorsilbe, als Präfix gelesen, heißt Messer, eine Scheide, ein Schermesser. Sobald du was erwächst, musst du was scheiden, nämlich den Wellenberg und das Wellendor. Du musst es auseinanderreißen. Ja. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei dem Messer. Esse. Gestalt gewordenes Sein wird berechnet. Im Esse wird erweckt. Mhm. Ja. Kann ich das lesen? Ja. Auseinanderschneiden. Ja. Das ist die Nulllinie. Der Schnitt klappt jetzt praktisch Wellenberg und Wellendor auf. Mhm. Die sagen jetzt, du mögest etwas lehren, in Lehren ausgießen. Das Ausgießen ist ein gewisses Ausgießen einer Gedankenwelle. Aber genau genommen heißt, du wirst etwas erwecken. Imperfekt gelesen, schau da unten, mache ich das jetzt richtig, heißt, du wirst etwas erwecken. Et ist immer dran denken, wir sind beim W-Et, beim Wetter, doppelt aufgespanntes Et. Ja, genau. Wetter. Ich kann das 70 natürlich als lautloses Zeichen als Vokal draußen lassen, dann habe ich TR und dann kriegen wir zwangsläufig wieder unsere Spiegelwahrnehmung. Ja, genau. Die Reihe, die Spiegelwahrnehmung. Mhm. Tour heißt auch Reihe. Die Reihe ist ein erscheinendes Joch, AOB, was ich beschwöre. Da haben wir wieder das AOB von unserer Taube. Mhm. Das Wort heißt aber auch, du musst das, was du erwächst, auskundschaften. Du musst in B-Rei, in diesen Spiegel, Rei, Kopf des Schöpfergottes etwas sehen. Mhm. Und erst wenn du was siehst, wenn du dir was ausdenkst, kannst du was erforschen. Mhm. Erkunden. Ja. Unter, wo kommt es her? Herumgehen. Die geistige Ehe. Herumkreisen, reisend, umhergehend, untersuchen. Merkst du, das steckt da schon drin in dem Wort Wetter. Ja. Das ist unglaublich, ne? Ja. Das ist halt so. Vorhersagen können müssten, aber so ist es nicht. Am besten versteht man das an einem Billardtisch ohne Löcher. Stößt man die Kugel an, prallt sie von Seite zu Seite, bis sie stimmt. Sehr interessant, wenn du genau aufhörst, ist auch so eine Kleinigkeit, wo ich sage, er sagt, am besten versteht man das an einem Billardtisch. Ja, genau zu. Mhm. Ohne Löcher. Stößt man die Kugel an, prallt sie von Seite zu Seite. Erkennen, wir das Wetter perfekt vorhersagen können müssten. Aber so ist es nicht. Am besten versteht man das an einem Billardtisch ohne Löcher. Das gehört an einem Billardtisch. Das heißt aber gar nicht Billardtisch, sondern Billard. Schau im Wörterbücher nach. Aha, okay. Das sind so Kleinigkeiten. Aha. Will ich jetzt nicht darauf eingehen. Wäre wieder Geschichte für sich selber, warum das so ist und was dort der kleine Unterschied ist. Okay, ja. Stößt man die Kugel an, prallt sie von Seite zu Seite, bis die still steht. Schlägt man die Kugel in einem leicht anderen Winkel an, ist das Ergebnis auch ein bisschen. Was jetzt hier wichtig ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Computerprogramm schreibe, eine Billard-Simulation, sind das reine arithmetische Funktionen. Mhm. So oft darauf eingegangen, nur der Anschlag einer Kugel, eines Anschlusses einer Kugel. Hier das zum Beispiel als Computerprogramm zu schreiben, es gibt ja so Videospiele, Billard-Spielen. Dass wie das programmiert werden muss, da steckt diese raumzeitliche Physik im Hintergrund, wie man glaubt, dass da außen die physikalischen Gesetze sind und immer dran denkt, im Anfang war das Programm. Mhm. Ich wiederhole nochmal, wir denken uns jetzt einfach ein Videospiel, Billard oder Golf. Ich nehme mal das Beispiel mit Golf. Du wirst in diesem Programm, wo ein Golfsimulator drin ist, also Golf, wo du Golf spielen kannst, dein Computer, wirst du ganz normal die Flugbahnkurve der Physikbücher finden. Mhm. Ganz um die Flugbahnkurve kann man nicht drauf ein. Mhm. Es ist ein leichtes für den Programmierer, eine kleine Iteration bei dieser Flugbahn. Und es wird ja im Computer, ist ja alles digital. Das heißt, die Flugbahn, die analoge, die wir uns ausdenken, es gibt kein analoges Signal. Also ein kontinuierliches Signal gibt es nicht. Es gibt nur Quantelungen. Es gibt immer nur Einzelfacetten jetzt, egal wie man das stufen. Kann ich mit einer minimalen Veränderung, wenn ich mir in dem Programm natürlich auf einer
Lernstruktur, diese Flugbahnkurve, die ja zwangsläufig auf dem Programm drauf sein muss, um das zu simulieren, auf dem Bildschirm darzustellen, kann ich durch eine minimale Veränderung des Programms eine Welt erschaffen, wo, schau mal auf das kleine Bild, wo der Ball nicht so fliegt, sondern immer die Punkte, die ich in gewissen Schritten ausrechne, wo der sich befindet in dieser Differentialgleichung, kann ich hier eine Peripherie mir denken und den Ball praktisch wie ein kleines UFO um diesen Nullpunkt rumfliegen lassen. Dann habe ich die physikalischen Gesetze in dieser simulierten Welt verändert. Ganz folgen, was ich meine. Ja, kleine Frage. Das heißt, wenn du Geist an das Programm kommst, das deine derzeitige Welt aufbaut, kannst du sogar die physikalischen Gesetze dieser Welt, die auf deiner Verabrede sind, dich wahrgenommen erscheint, verändern. Ja. Ich spreche immer nur Sachen an. Ich bin in Einzelgesprächen unheimlich genau auf diese Sachen schon eingegangen. Das setzt jetzt voraus, dass du jetzt erst einmal Grundwissen vom Programmieren hast. Und darum lassen wir das weg, aber das Prinzip kannst du trotzdem schon verstehen, wenn du meine Gedankengänge mitgehst. Anders. Doch geben wir dem Tisch anstatt der Ecken Rundungen, machen wir das Ganze zu einem chaotischen System. Wenn wir die Kugel nun in einem leicht anderen Winkel anstoßen, legt sie einen vollkommen anderen Weg zurück. Noch ein leicht anderer Winkel, wieder ein völlig anderer Weg. Der kleinste Unterschied in den Anfang... Übrigens, wenn der Windfantasie erst um jetzt hier genau... eine 45-gradige reinmachen, wir machen hier ein Kreisviertel rein. Wenn man diese auseinandergerissene Länge und die Breite auseinander, wenn man die dann rausschieben, ist das praktisch ein Kreis. Kannst du es vorstellen? Ja. Das ist ja praktisch ein Kreisviertel. Das ist ein Kreisviertel, wenn wir das genau rund machen, das ist ein Kreisviertel. Und wenn man diese Auseinanderstreckungen, dieses Stück rausmachen, dieses Stück, dieses, das zusammenschieben, spitze ich das Ganze in einen in einem Kreis ab, sagst du. Weil das so weit verschmuckt. Schau mal, wenn jetzt das ein Kreisviertel ist. Das ist ja ein Quadrant. Da stellst du dir jetzt einen Quadranten vor von einem Kreis. Und da unten ist auch ein Quadrant von einem Kreis. Da ist ein Quadrant von dem Kreis und da ist ein Quadrant, den man natürlich jetzt in der vertikalen und in der horizontalen durch diese in der vertikalen durch diese zwei Stücke und durch diese zwei Stücke auseinanderziehen. Wenn man diese auseinandergedachten Strecke von hier nach hier, von hier nach hier und von hier nach hier weglassen, fällt das Ding zu einem Kreis zusammen. Ist auseinandergedacht. Ich spreche nur Sachen an. Konditionen sorgt für ein grundlegend anderes Ergebnis. Und bei Wettersimulationen merkt man auch, dass dessen Anfangskonditionen äußerst sensibel sind. Wenn sich nur ein Parameter minimal ändert, ist ein völlig anderes Wetter die Folge. Für ein paar Tage lässt sich noch eine wahrscheinliche Vorhersage treffen, aber bei allem darüber hinaus ist die Ungenauigkeit immens. Das ist übrigens auch schlichtweg eine Lüge, wenn du jetzt in deiner Welt wirklich einmal das überprüfst. Und ich sage jetzt nicht die krassen Sachen, dass ich immer wieder sage, dass wenn jetzt zum Beispiel du im Juni dich befindest, dass dann wahrscheinlich nicht zum Schneien anfängt, an doch später. Jetzt in deinem jetzigen Programm ausgedacht, das ist ja logisch. Aber alles, was hier so detaillierte Sachen sind, zum Beispiel, wenn es so Wischiwaschi-Wetter ist, regnet es oder regnet es nicht. Wenn du mal ganz bewusst nicht einfach logisch sagst, das stimmt ja für ein paar Tage, sondern das wirklich überprüfst, kommst du über plus minus 50-50 Wahrscheinlichkeit nicht hinaus. Du kannst da Münze schmeißen. Okay. Das Spiel mache ich fast täglich jetzt normal gedacht mit meiner Frau, weil wir sehr viel spazieren gehen. Ich schaue mir das Wetterradar an, wo praktisch 1,5 Stunden hochgerechnet wird, wenn so das Wetter schwankend ist, wo man ja die Wolken dann, das Wetterradar, wenn man kennt, sind ja Wolkenfelder, die drüber ziehen und wo man dann vorausrechnet, wann ist das nächste Wolkenfeld über Weißenburg. Und da kann ich dir gleich sagen, du kannst der Münze schmeißen, das ist schlichtweg und einfach ist es ein Zufall. Also das ist eine Illusion, wo man sich selber reindenkt und wenn man das wirklich genauer anschaut, stimmt das nicht. Ob es regnet oder nicht regnet. Wir haben so oft, wo es heißt, die nächsten 3 Stunden kommt kein Regen und wir sind keine 10 Minuten aus dem Haus und es schifft, weil eine kleine Wolke, wo nicht erfasst wurde, trotzdem da ist. Jetzt natürlich normal alles ausgedacht. Ja. Und das schon, wenn wir die Simulation von nur wenigen Parametern abhängen. Das ist jetzt, du wirst merken, wieso ich dir das jetzt erzähle. Das heißt, die Iterationen macht man normalerweise in der Regel. In unserer Welt war bisher, dass man 3 Stellen nach dem Komma arbeitet. Das ist was, was du auch empirisch noch nachvollziehen kannst in deiner ausgedachten Welt. Das heißt, wenn ich einen Meter nehme, kann man einen Millimeter noch schön sehen. Das ist ein Tausendstel Meter. Das wären jetzt zum Beispiel, wenn man das sagt, das wäre Meter, dann ist es 0,3 Meter, wären 3 Millimeter. Und du kannst jetzt die 4. Stelle kann man
ganz grob abschätzen. Ich kann noch 3,5 kann ich auch noch definieren, aber 3,1 wird schon eng, kannst du schon fast noch mal sehen. Also hier nochmal die vierte Stelle, kannst du 50-50, 3,5, siehst du, dass es 3,5 ist, ohne Probleme. Mhm. Und alles, was danach kommt, ist empirisch eh nicht sichtbar und darum ist auch übrigens dasselbe gilt bei Kilogramm, dann sind es Gramm, das wäre jetzt ungefähr halber Teelöffel Salz, den spürst du, aber alles, was dann wird es ungenau, dann ist es nicht mehr wahrnehmbar, empirisch. Das heißt, darum lässt man in normalen, wenn du was aufpasst, sagt man hier, die Größenordnung von 4 Stellen reicht eigentlich auch für nicht. Was ein Schreiner, wenn ein Schreiner jetzt als Schreiner arbeitet, reicht es locker aus, dass er zu 4 Stellen nach dem Komma, wenn er was zuschneidet, reichen eigentlich die 3 Stellen nach dem Komma aus. 4 Stellen. Dann ist eben auf der sicheren Seite. Ja. Bei Metallbearbeitung, bei Feinwerken in Uhren sieht es natürlich dann nochmal etwas anders aus. Und ich spreche jetzt wieder nur Worte und die Worte lösen in dir Vorstellungen aus. Ja. Den Punkt musst du immer wieder haben. Ja. Dass du jetzt nur Worte hast, das ist das, was jetzt hundertprozentig sicher ist. Alles andere werden jetzt Vorstellungen, die du mit deiner Logik aus diesen Worten heraus generierst, wenn du anfängst, dir das vorzustellen. Mhm. Und jetzt ist es, dass ja hier mit Sensoren, die wir uns jetzt ausdenken, durch irgendwelche Sensoren, und jetzt sind wir schon rein in der Computertechnik, dass wir Daten kriegen aus Sensoren, wo wir uns natürlich erklären, wie die Sensoren das machen. Du hast immer ein logisches Erklärungsmodell. Du hast auch ein logisches Erklärungsmodell, wenn ich jetzt sage, wieso ist es jetzt um dich herum hell? Ja, weil da außen der Sonne ist. Die existiert aber jetzt erst in dem Moment, wo du die denkst. Ja. Mhm. Immer wieder, dass ich diese klassische Sache, wenn du im Kino sitzt, dann wiederhole ich das, wenn du in einem Kino sitzt und du schaust dir einen Film an. Ich bleibe mal ganz normal beim Kino. Mhm. Und du siehst eine strahlende Sommerlandschaft. Muss dir eins klar sein. Diese Landschaft wird mit Sicherheit nicht von der Lampe, von der Sonne erleuchtet, die du auf der Leinwand siehst. Und wenn ich jetzt einen Schritt moderner mache, wenn du eine VR-Brille aufhast und du befindest dich in einer strahlenden Sommerlandschaft und du schaust die Sonne an, diese paar Pixel, die jetzt aufleuchten, die Sonne sind, beleuchten nicht diese Landschaft und die Schatten und all das, was du siehst, ist nicht, weil da irgendein Licht von diesen Pixeln irgendwie Schatten wirft mit irgendwelchen Gegenständen, die ja auch nur leuchtende Pixel sind. Du wirst vollkommen real bei einer VR-Brille in einer Landschaft dich befinden, die angeblich von einer Sonne beleuchtet wird und Gegenstände werfen irgendwie Blickwinkel, werfen Schatten. Das sind Berechnungen eines Programms. Mhm. So, okay, und jetzt kommen wir zu dem Programm bei der Wetterberechnung. Du wirst merken, wir machen am Ende einen ganz riesen Sprung in einen ganz anderen Bereich. Wurde festgestellt, und jetzt lasse ich das gar laufen, quatsch nicht immer rein und dann schauen wir mal, wer das gemacht hat. Völlig anderes Wetter die Folge. Für ein paar Tage lässt sich noch eine wahrscheinliche Vorhersage treffen, aber bei allem darüber hinaus ist die Ungenauigkeit immens. Und das schon, wenn wir die Simulation von nur wenigen Parametern abhängig machen. Das heißt, in dem Moment, wo du die Stellen danach, die eigentlich oberflächlich betrachtet, überhaupt keine Rolle spielen, weil man das ja eh nicht sieht, eh nicht merkt, wenn du die Daten mehr Stellen nach dem Komma dazu machst. Und das sind ja immer wieder Berechnungen, die auf neue Berechnungen einwirken mit den Werten. Das gibt wieder neue Werte. Es ist ein Riesenunterschied, ob du den Rechner 3 Stellen nach dem Komma einstellst oder ob du den 10 oder 20 Stellen nach dem Komma laufen lässt. Okay. Und das Phänomen, das jetzt auftritt, dass du lange Zeit bei vielen Rechenwiederholungen mit diesen Werten lange Zeit nichts passiert. Aber schlagartig kippt das System in einen ganz anderen Bereich. Und mal schauen, wie die das beschreiben. Ich habe mir das vorher nicht angehört. In der Realität gibt es unglaublich viele. Überlegt sich ein Pilot, seine Triebwerke eine halbe Sekunde später zu starten, kann das langfristig zwischen Gewitter und Sonnenschein entscheiden. Aber in der Chaostheorie geht es bei weitem nicht nur ums Wetter. Auch sehr simple Dinge sind chaotisch. Hängt man an einem Pendel, einer der berechenbarsten Dinge überhaupt, ein weiteres Pendel, gibt es keine Chance mehr, die Bewegung zu berechnen. Ist der Startpunkt minimal verschoben oder gibt es einen minimalen Luftzug, legt das Pendel eine Strecke zurück, die nichts mehr mit der vorherigen zu tun hat. Die Chaostheorie findet auch Anwendung im Verkehr, am Aktienmarkt, bei psychischen Störungen oder den Krisen unserer Geschichte. Gewiss kann also ein Schmetterling für einen Tornado sorgen. Böse Tiere sind sie deswegen nicht. Denn wie Edward Lawrence sagte, wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado auslösen kann, so kann er auch den Effekt haben, ihn zu verhindern. So, der Lorenz-Faktor. Das ist jetzt hier die Berechnungsform und man sieht jetzt schon in einem gewissen Maß, wieso das Schmetterlingsphänomen heißt. Ah,
ich springe jetzt nochmal ganz kurz zurück zu meinem Bild. Hast du mich wieder? Ja. So, und jetzt, was will ich dir eigentlich damit sagen? Ich habe gerade begonnen mit einem Autobahnbeispiel. Das heißt, wenn du jetzt reagierst und du sagst, ich gehe in die Richtung, dann kriegst du eine gewisse, im Abwechslung, eine gewisse Anzahl von Bildern, die genau bestimmt werden durch diese Eingabe, ich fahre jetzt Richtung Berlin. Mhm. Da jedes Bild jetzt auftaucht und alle Bilder, die kommen ja jetzt auf der Datei schon drauf sein müssen, dass die auftauchen können. Da denke ich immer an das Videospiel. Bestimmst du mit jeder Entscheidung praktisch deine Zukunft? Ja. Das ist eine grobe Entscheidung. Aber jetzt kommt der Schmetterlingsphänomen, dass kleine Entscheidungen, die du triffst, lange Zeit an der Zukunft nichts verändern, aber plötzlich schlagartig, das ist der Tornado, wo man natürlich jetzt zeitlich denken, schlagartig was ganz was anderes passieren kann. Ich mache mal ein ganz grobes Beispiel. Du isst jetzt Spaghetti und du musst die Entscheidung treffen, tue ich mir auf meine Spaghetti ein Parmesan-Käse drauf oder nicht. Wir gehen einmal davon aus, dass das an dem normalen Tagesablauf für dich jetzt logisch gedacht, du wirst dann trotzdem nach dem Essen vom Tisch gehen, du wirst heimfahren, wenn du in einem Lokal warst. Du wirst das läuft oberflächlich betrachtet ganz normal weiter. Aber was hier arithmetisch eigentlich im Hintergrund drinsteckt in dem Schöpfungsprogramm, dass die Entscheidung, ob du Parmesan drauf magst oder nicht drauf magst, kann hier, ich sage jetzt einfach mal 14 Tage oder 3 Wochen später, einen Autounfall verursachen oder keinen Autounfall verursachen. Das klingt jetzt so absolut unglaublich, aber das ist der Hintergrund der Chaosmathematik. Es ist wirklich so. Darum sind die kleinen Sachen sind sehr wichtig. Und jetzt packe ich jetzt das in ein kleines Beispiel hinein, dass ich gehe mit meiner Frau spazieren und weite Strecke und dann kommen wir beim McDonald's vorbei und dann sage ich, jetzt aktuell, wir können eigentlich unseren Cappuccino holen im McDrive. Und sie blockt sofort ab und sagt, nee, ich will mich da in der Kälte nicht hinstellen und dann aus einem Pappbecher einen Cappuccino trinken oder den beim Laufen trinken. Will ich nicht. Das ist so ein kleiner Flügelschlag eines Schmetterlings. Was hier das Entscheidende ist, dass hier was Verrücktes, was Unlogisches machen. Super. Dich auf deiner Spur, deiner Logik festhält. Und hätte man das jetzt gemacht, wäre zwar das Leben nochmal weitergelaufen, ob wir den Cappuccino trinken oder nicht, aber es wäre durch diese Kleinigkeit was Verrücktes zu machen, vielleicht Tage oder Wochen später, was passiert, was nicht passiert, wenn du keinen Cappuccino trinkst. Weil, und jetzt pass auf, jetzt habe ich mir lange Gedanken gemacht, wie ich dir das erklären kann. Arithmetisch kann man das leicht darstellen. Es ist nämlich, du bist logisch und solange du logisch bist, bleibst du in dem Gefängnis deiner Logik. Ich sage immer wieder, das ist wie ein Zug, der auf Gleisen der Logik fährt, der niemals dieses Gleis verlässt, solange er logisch bleibt. Jeder unlogische Akt, den du jetzt tätigst, aber jetzt ist dabei wichtig, der muss ohne Kaufmannsdenken getätigt werden. Ja. Weil sobald du jetzt was Unlogisches tust, weil du aufgrund der Aussagen von dem Brüssel-Udo weißt, dass das Unlogische irgendwann nochmal wirklich was Neues bringt, ich sage jetzt absichtlich nicht gut oder schlecht, sondern was vollkommen Neues bringt, was aus deiner Logik sonst nicht entspringt, musst du zuerst einen Samen legen. Das ist arithmetisch, kann ich dir das beweisen. Also das, was Holofeeling ist reine göttliche Arithmetik. Sondern sobald du das jetzt machst, das Unlogische, weil du dir dann irgendwie eine Veränderung, eventuell eine Verbesserung ausrechnest, ist diese unlogische Tätigkeit logisch. Kaufmännisch, ja. Sobald ein Kaufmannsdenken dabei ist und du dir wieder eine Einseitigkeit, und wenn die Einseitigkeit bloß eine Verbesserung oder was Neues, was du sonst nicht hinkommst, dir ausrechnest, ist dieser Akt keine unlogische Tätigkeit mehr. Die verborgene Harmonie der Dinge. Selbst was Unlogisches tun, kann was Logisches sein, wenn du dir das mit Kaufmannsdenken machst. Also gut, dass wenn du jetzt wirklich, wenn sie jetzt einfach, ich diskutiere nicht, sie wollte es nicht, dann mache ich das nicht, aber wenn sie jetzt ganz spontan sagt, machen wir mal was Verrücktes, ohne an ein Kaufmannsdenken zu gehen, bloß um mal was Verrücktes zu machen, ist das ein kleiner Abschnitt und jetzt erkläre ich dir das, wie du dir das vorzustellen hast. Das ist ungefähr so, wie wenn du in dem Moment, das unlogisch ist, wie wenn du einen Samenkorn unten reinlegst. Du siehst ja nur, was oben auftaucht. In dir selber legst du einen Samenkorn rein, das an der Oberfläche eigentlich gar nicht groß was verändert. Ja. Das ist der kleine Moment, der dann weg ist. Aber das Samenkorn, das ist wie eine Befruchtung von neuem Denken und es wächst jetzt in dir,
das, was du jetzt dir zeitlich vorstellst, wird es irgendwann in der Zukunft plötzlich die Erde aufbrechen und eine vollkommen neue Welt. Das, was du jetzt Unlogisches tust, ist wie ein Samen, den du befruchtest für eine neue Zukunft. Und es wächst jetzt in dir, ohne dass du das mitkriegst, weil was du mitkriegst, sind ja nur deine Gedankenwellen, die Oberfläche. Und plötzlich wird dieser kleine Aspekt, diese kleine Entscheidung, wird zu einer Eruption, das heißt an der Oberfläche, taucht eine neue Welle aus dem Nichts auf, dementsprechend, auf die du wieder reagierst und dann baut sich ein vollkommen neues Weltbild in dir auf. Darum ist gerade die Unlogik, ich sage immer wieder, wenn du immer alles nur richtig machst, das heißt logisch bist, wirst du die Kehrseiten und die anderen Möglichkeiten bis in alle Ewigkeit nie zu sehen bekommen. Das ist für mich der Trommler, hörst du nicht den Trommler? Das ist der Trommler, dass ich sage jetzt nochmal, du musst auch nichts verändern, du musst bloß definitiv dich öffnen für vollkommen Neues, für Verrücktheiten. Und das Verrücktsein kann man auch positiv und negativ sehen. Freude, ja. Das positiv Verrückte sind die Spinner, die die Welt verändert haben in deiner jetzt ausgedachten Vergangenheit. Das waren immer Spinner. Du weißt, wie oft ich darauf hinweise, dass alle elementare Neuerungen, die zu einem wirklich neuen Erkenntnis der Menschheit geführt haben, eine Menschheit, die als Ding an sich, als Gedanke niemals etwas verstehen kann, sondern der Geist, der sich die Menschheit ausdenkt, der dadurch einen Umbruch macht in eine neue Zeit, in neue Vorstellungen. Dass die immer, jetzt raumzeitlich normal gedacht, immer wieder durch Zufall entdeckt wurden oder von fachlichen Außenseitern, die dann auch immer von der offiziellen etablierten Wissenschaft über Jahre und Jahrzehnte jetzt bewusst chronologisch gedacht bekämpft wurden. Deine ganze Wissenschaftsgeschichte ist ein riesengroßes Sammelsurium von solchen Phänomenen. Dass ich sage, die klassische etablierte Naturwissenschaft von Ornbist, schau dir den alten Paracelsus an. Ist ein ständiges Verhindern von wirklichen Neuerungen. Das ist die negative Seite, aber ein sehr intensives Zerdenken von bestehendem Wissen und Verfeinern von bestehendem Wissen. Und du wirst merken, wenn ich jetzt das qualitativ bewerte, rein zwei Seiten von richtig und verkehrt oder gut und böse nicht aus. Was ich dir auch immer damit sagen will. Aber was jetzt natürlich interessant ist, ist Name Lorenz, jetzt muss ich trotzdem machen, dass jetzt Nomen ist Omen, sage ich ja immer, dass wir hier, wenn wir den Lorenz-Attraktor nehmen, wir können mal ganz kurz machen, Schmetterlingseffekt, das ist also hier, den Butterfly-Effekt kann man jetzt auch wieder auffächern, aber das machen wir nicht. Da steckt immer Effekt, ist immer Affinität, Affekt, affine Spiegelung einer nichtlinearen Dynamik. Es tritt Tri, meine Reihe, DR heißt Reihe, J am Ende heißt mein, meine Reihe ist Pi, 2pt. Kann ich 2,9 setzen, Spiegel hüben, Spiegel drüben, oder ich kann zwei Erscheinungen setzen, die dann 400, 400 zu 800 zu Pi werden. Darum habe ich dir das gerade erklärt hier. Man sieht es gerade nicht, wenn du jetzt was zeigen willst. Also ich sehe den Bildschirm nicht. Wenn du jetzt was zeigen wolltest auf Bildschirm. Hast du keinen Bildschirm? Ich sehe dich, ja. Also wenn du jetzt was jetzt, auf... Alles klar. Muss ich, bin nochmal, was ist er jetzt da? Ja, ich sehe das nämlich beim Umschalten. Der hat nicht umgeschaltet. Genau. Jetzt müsstest du das Bild haben. Jetzt habe ich das Bild, Udo. Alles klar. Also machen wir hier den Lorenz nochmal. Den Schmetterlingseffekt. Ja. Der Schmetterlingseffekt. Schau, da haben wir jetzt schon schauen, dieser Name war dort. Jawohl. Wird zu einem Zeitpunkt in einer Reihe. At 70.400, eine augenblickliche Erscheinung, Zeit in einer Reihe. Ja. TR. Aber gerade alles on sein. Du wirst erweckt. Erinnere dich vorhergehend. TR, die Reihe. Genau. Ja. Die R so gelesen, die 70 jetzt als Vokal, das hast dann imperfekt gelesen, du wirst etwas erwecken. Scham, Shin Mem, wissen wir, heißt Wort, Name, dort, geöffneter Ort. Ja. Ist Ed, eine augenblickliche Erscheinung, das hebräische Wort für Zeit. Du wirst erweckt. Aber dieses Licht ist in deinem Geist.
Jetzt so, wenn man das liest, jetzt kriegst du einen Hintergrund an Physikalischen. Mhm. Auf jeden Fall tritt eine Tritt, darum habe ich gesagt, DRI heißt meine Reihe auf Hebräisch, ist TD. Kann ich jetzt zwei Spiegel, zwei Neun setzen? Diese zwei Neun, die zwei Spiegeln werden übrigens dann zu ich. 9 und 9 ist 18. 18 ist ich. Das ist, wenn ich es immer schaue und rein, wenn ich es so mache. Dein Ich ist ja, dass du sagst, ich stehe vorm Spiegel und bin hinterm Spiegel. Nein, du bist der Reis in der Mitte, den du dir eigentlich gar nicht denken kannst, weil eine ausgedachte Mitte wieder nicht die absolute Mitte ist. Deterministische Systeme auf und äußert sich dadurch, dass sie nicht vorhersehbar ist. Das heißt, du kannst nichts vorhersehen. Jetzt können wir das vorhersehbar, meine ich das vorhersehen, wie oft bin ich da drauf eingegangen? Ja. Das habe ich vorher gesehen. Das habe ich vorher gesehen. Magst du die Betonung? Absolut, ja. Habe ich das jetzt vorher gesehen oder habe ich es vorher gesehen? Genau. Das eine bezieht Vergangenheit, wo ich dann mit einer Vergangenheit eine Zukunft postuliere. Aber das Vor kann ich auch räumlich sehen. Sehe ich das vor mir? Was du vor dich hinstellst, was du dir ausdenkst, ist in dir drin. Merkst du, wie vielfältig jetzt die Auslegungsmöglichkeiten der Worte ist? Ja. Wie sich beliebig kleine Änderungen, das sind diese kleinen Schmetterlings, der Anfangsbedingungen eines Systems langfristig auf die Entwicklung des Systems auswirken. Solange du immer schön logisch und normal bleibst, wird sich in deiner Zukunft nichts verändern, das wird laufen, du wirst dir ausdenken, dass du irgendwann einmal in der Zukunft stirbst, was aber du nie erfahren wirst, du wirst von der Auflösung, ich sage jetzt immer wieder von der Auflösung deines roten Ichs, so wenig mitbekommen wie von der Geburt deines roten Ichs. Ich rede jetzt bewusst von dem Geist, der du bist, weil ein Geist nie geboren wird und der auch nicht vergehen kann, weil er ein absolutes Nichts ist. Was du dir denken kannst, ist, dass ein Körper, den du ich nennst, in der Vergangenheit geboren wird, dann setzt du auf der anderen Seite automatisch das Spiegel, dass der sich wieder auflöst. Wobei dein Körper immer dann in dir auftaucht, hier und jetzt, wenn du an den Körper denkst und sich auch hier und jetzt wieder auflöst, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Jetzt bist du in der Transversion. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Wir reden von dem, was jetzt ist. Ja. Und wir können nur jetzt an das denken, was in der Vergangenheit angeblich war und was in der Zukunft passieren wird. Das wird aber auch jetzt gedacht. Das ist also dieser Schmetterlingseffekt. Das Wetter haben wir gerade schon gehabt. Da haben wir immer wieder dieses ETR, die Reihe, die letztendlich aus Zeitpunkten besteht. Kann der Flügelschlag, da haben wir jetzt die Lüge schon. Das ist eben keine Lüge. Das können wir natürlich auch wieder positiv und negativ lesen. Die Fluktuationen, da klingt das Flu, aber lass es. Jedes Wort können wir jetzt ewig in eine Tiefe reingehen. Eine Schmetterlings in Brasilien, Bara, von Gott erschaffen. Dass da jetzt rein zufällig Brasilien steht, hat einen Grund. Wir hätten jetzt ja, kann man wieder sagen, können wir auch irgendein anderes Wort, das ist ja nur ein Beispiel, aber BI heißt im Nichts spielt sich ein Spiel ab. Im Ei. B-Vorsilbe heißt Ei, im Schöpfergott. Im Schöpfergott. Spielt sich das aber auf. Der Schöpfergott ist doch nichts. Ja. Interessant ist, das ist jetzt eine Möglichkeit. Ein BI, so geschrieben, B als Vorsilbe heißt ihm nichts. Schöpfergott. Verbundener Schöpfergott göttlich. Jetzt ist es aber so, dass hier in dieser Auslegung, da steht jetzt komm, gehe hinein. Fahre, zähl, komm hinein, geh wieder zurück, geh hin. In deinem Geist ist eine E-Existenz, das ist plus minus und du bist im Zentrum. Wieso hast du das hineingehen? Weil das J am Ende, ich kann das J als Ende ja Suffix lesen, dann haben wir zuerst einmal eine polare Schöpfung. Das ist komm. Das ist das Kommen. Schau mal, Co, wissen wir, wie kreisend, aber die zwei Gestalten MM, Mem, Memming, Wasser, blaues Wasser, werden so eine Existenz. Wenn was in dir hochkommt, hast du immer eine Gedankenwelle. So ist es, ja. Und dann heißt es mein Kommen. Darum ist hier diese Übersetzung, die hier im Jüdischen, komm, geh wieder hinein, heißt eigentlich mein Kommen, mein Heimkommen. Ja. Hineingehen, einkehren, ins eine wieder, das Universum, das in eins gekehrt ist, das Einkehren. Heimkommen. Wo? Ja, BI, im Nichts. Ein Nicht ist ein Bewusstsein des Ich. Ja. Und das ist in sich selbst immer ruhend feststehend. Weil
das eine seiende Kollektion ist, das ist das hebräische Wort, das ist ja der hebräische Noah, das ist der, der in die Arche reingeht. Das heißt in Ruhe, weil sich dort alles mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, und wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist es immer hier und jetzt, es bewegt sich weder durch Raum noch Zeit. Ja. Mhm. Jetzt wäre natürlich die Arche, weil die ja mit den Noah zusammen zu tun hat, wenn wir die Arche uns jetzt anschauen und die Arche dann wieder auf Altgriechisch, kommen wir dann in Sanskrit, was man im letzten Selbstgespräch macht, und dann haut es dir eh wieder, wie du sagst, den Vogel raus. Ja. Gut. Also das war jetzt nur, ich habe nur ein bisschen hier ausgeholt. Die Analogie erinnert zwar an den Schneeballeffekt, bei dem kleine Effekte im Affinitäten sich über eine Kettenreaktion bis zur Katastrophe selbst verstärken. Beim Schmetterlingseffekt geht es ja doch um die Unvorhersehbarkeit einer langfristigen Auswirkung. Mhm. Dass du natürlich dann mit der Chaosmathematik dann doch wieder berechnen kannst, weil dann nämlich alles heil wird. Das klingt jetzt, genaueste Genauigkeit ist das Chaos. Und das Chaos, da waren wir, bevor das hier abgerissen ist, ist nicht der ungeordnete Urzustand des Brandopfers, sondern die absolute Ordnung. Und Chaos bedeutet zuerst einmal ein leerer Raum. Ein leerer Raum ist letztendlich das absolute Nichts. Darum heißt es auch ein Luft. Da musst du jetzt ganz einfach das UF, diese aufgespannte Facette, wenn wir das rot machen, LUB, dann merkst du, das Licht des UB ist die Lampe im Projektor, die Energie schlechthin. Und das Ganze erzeugt einen Traum. Ja. Okay, das habe ich oft angesprochen. So, und dieses Prinzip, wenn wir jetzt schauen, kommt von Herrn Edward N. Lorenz. Den denken wir uns jetzt wieder aus, so wie beim Leibniz, und weil ich das gedacht habe, weiß ich, der Einstein hat die Relativitätstheorie entdeckt oder erfunden, oder die ist ihm eingefallen. Und diesem Lorenz ist das aufgefallen oder eingefallen. Es ist normal, ist logisch, was du dabei aber außer Acht lässt, dass du dir niemals einen Edward N. Lorenz ausdenken würdest, wenn der nicht auf deinem Programm, auf deinem Schwamminhalt drin wäre. Das habe ich in der Schule gelernt. Und du denkst dir den jetzt aus, und das ist eine Kiste, die du jetzt denkst, oder denkst du dir in diesen Edward N. Lorenz, denkst du dir was rein? Nämlich, dass der den Schmetterlingsphänomen entdeckt hat oder erfunden hat. Ja. Und das hat er deshalb gemacht, weil du dir das jetzt denkst. Ja. Du bist der Schöpfer von allem, was du dir ausdenkst. Du machst die Menschen mächtig oder ohnmächtig, du machst die gescheit oder du bist der Richter über. Und das ist jetzt hier in den Hochrechnen, das waren natürlich 63, da waren die Computer noch ein Witz, dass das mit drei verbundenen Differentialgleichungen zu tun hat. Das wäre interessant, sich das ganz genau anzuschauen, aber da müssen wir dann wirklich Grundlagenwissen haben. Und da kommt es jetzt in diesem Projizieren, das numerische Ergebnis, ich erzähle dir jetzt etwas, projiziert er in einen Phasenraum, was auch immer das ist, beschreibt die Menge aller möglichen Zustände eines dynamischen Systems, eines Zustands, wird durch einen Punkt im Phasenraum eindeutig abgebildet. Aber jetzt denke ich, das sind schon wieder ausgedachte Punkte. In einer ausgedachten Vorstellung. Okay? Ja. Und das ist ganz interessant, ist das Wort, wenn du weiterliest, in der Mechanik. Mechanika. Mech heißt Gehirn auf Hebräisch. Genau. Gestaltgewordene Kollektion. Und zwar diese gestaltgewordene Kollektion, M-Chat, das ist dein Gehirn, dein blaues Gehirn. Das sage ich immer wieder, das ist die Datei. Das ist natürlich auch der Rechner. Das ist jetzt das Gehirn, darum sagt man auch das Fett. Du merkst jetzt schon FE abgleiten. Und Ani ist dein blaues Ich, das schöpferisch existierende Intellekt. Der ist ja im Gehirn drinnen. Es ist dein blaues Ich, das kleine Ich, dein blaues Ich. Ja. Diese Schöpfung kann man auch rot machen immer. Immer denken, wir haben alle Seiten sind immer gleichzeitig da. Und das Kaffee am Ende, das ist Mechanika. Das ist dein Ich. Das Gehirn ist eigentlich dein Ich, weil du sagst, in erster Linie bin ich zuerst einmal das Gehirn. Ohne das Gehirn gibt es ja mich nicht. Die absolute Identifikation mit einem Gedanken von dir selbst. Okay? Ja. Am Schmetterlingseffekt waren wir noch. Und er hielt jenen seltsamen Attraktor.
Ein seltsamer Attraktor. Jetzt können wir uns das Wort Attraktor nochmal anschauen. Ich will da nicht so auch reinfahren. Kannst du selber machen und nochmal alle Möglichkeiten durchbilden. Worum es mir jetzt geht, ist nur um Lorenz. Du kannst Lorenz. Nicht an einen Lorenz denken, sondern an viele verschiedene Lorenz. Kommt dir sonst noch irgendein Lorenz in Sinn, als berühmte Menschen in einem Schwamminhalt? Ich sehe nur den Renz, Karl Renz. Aber Lorenz. Na, Lorenz, pass auf, was hältst du denn von dem hier? Auf dem bin ich oft eingegangen. Der ist übrigens, sein Wirken hatte er in Grünau. In Grünau und da, wo mein Toni her ist. Ah, ja. Okay. Das ist ein Verhaltensforscher. Ganz, ganz berühmt. Max Planck, ja. Aha. Nobelpreisträger übrigens, das ist der mit die Wildgänse. Ah. Die Grünau, grün immer dran denken, grün heißt etwas ausspucken, etwas aufblühen und das passiert auf der Alm, Grünau auf der Alm. Da wohnt die Helene, meine Toni. Gibt es keine Zufälle, es wird sich alles ganz lückenlos zusammen machen. Die Geschichte mit den Wildgänse, gibt es viele Videos, wo ich drauf mache, wo hier letztendlich bewiesen wird, dass Mutterliebe überhaupt nichts mit Liebe zu tun hat, dass das eine Programmierung ist. Um es kurz nochmal anzusprechen, bei den Wildgänsen, er hat festgestellt, wenn er ganz Küken hat. Ja. Und es kommt der Fuchs. Dann schmeißt die Gans sich vor dem Fuchs zum Fraß, die opfert sich für ihre Küken. Und ursprünglich meinen wir, das ist schon mal selbst diese Tiere, was die für eine Mutterliebe machen. Aber der Konrad Lorenz hat festgestellt, dass die das nur macht, wenn die Küken schon so groß sind, dass sie ohne die Mutter überleben können. In dem Moment, wo die Küken noch so klein sind, dass sie die Mutter noch brauchen, haut sie ganz einfach ab und lässt ihre Küken vom Fuchs fressen. Als wenn da ein Programm drin ist, das genetisch jetzt kommt natürlich ein Darwinismus hinein in der Interpretation, es wird darwinistisch ausgelegt, dass das Tier, das Muttertier so programmiert ist, dass es erst einmal darum geht, sich selbst für die Zukunft zu vervielfältigen durch Fortpflanzung. Und als wenn die Gans wüsste, die Küken sind so klein, wenn ich jetzt sterbe, überleben die auch nicht, bringen mir das ja nichts. Genau. Haut sie ab und lässt ihre Küken vom Fuchs fressen. Wenn ich aber weiß, die Küken sind so groß, da habe ich so und so viele Küken und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass von den Küken dann trotzdem 3, 4 überleben. Das ist dann, wenn ich mich opfere, ist meine Wahrscheinlichkeit, in meine Nachfahren weiterzuleben, 1 zu 3, 4, ist es eigentlich logisch, dass ich mich dann opfere. Für mein eigenes Fortbestehen. Weißt du, das sind alles Sachen, die du in Form von Worten in Vorstellungen aufbaust, wenn du diese Schiene studierst. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Was mir viel wichtig ist, wenn wir schauen, und du wirst jetzt merken, das ist das Hauptwerk. Darum geht es mir. Die Rückseite, ja. Die Rückseite des Spiegels. Das ist nämlich der Versuch einer Naturgeschichte der männlichen Erkenntnis. Und zwar ein evolutionärer roter Faden, der sich durchzieht. Es ist ein rotes Ich. Ja. Merkst du, was da zwischen den Zeilen drinsteht? Ja. Ich erahne. Diese Rekonstruktion, Re heißt das Zurückkehren einer zusammengeschmissenen Struktion wieder zurück in das Urprogramm. Rekonstruktion, ist ja das Geheimnis in das Geheimnis. Die Struktion, die Aktion. Von Entwicklungsschritten, End heißt immer, auflösen. Diese Entwicklungsschritte in Bewegung entstehen, heißt in Bewegung setzen. Aber in Bewegung setzen, merkst du, wir haben jetzt das Spiel Reaktion, Reizauslöser. Du reagierst, das ist eine Welle, ist immer ein Reizauslöser und eine Aktion drauf, eine Reaktion drauf. Reaktion. Das ist im selben Moment, weil wir zuerst 4 Seiten haben, jeder Reizauslöser ist auch im Prinzip dann wieder, sobald er reagiert wird, wird zum neuen Reizauslöser. Ja. Dann haben wir eine Entwicklung, hast eigentlich, dass das Verwickelte sich wieder entwickelt. Aber das passiert in Schritten, die in Bewegung gesetzt werden und Bewegung, das ist das rote Weg. Wenn was weg ist, ist es weg. Oder meine ich den doppelt aufgespannten Weg von hier nach dort. Ich denke mir dann ein hier und ich denke mir ein dort, einen geöffneten Ort, der in einer gewissen Entfernung, immer dran denken, die Vorsilbe End heißt erst einmal, dass du was in dir aufpasst, wo dich hinstellst, dass du aber zwangsläufig, weil die Spiegelungen sind, in dir drin trägst.
Und jetzt haben wir diese 6 Stufen. Bilateria, Fische, Reptilien, Säugetiere, Affen, Menschenaffen. Und jetzt kommt der Otter. Mhm. Das bist du noch nicht. Du bist noch das. Mhm. Und das wirst du werden, wenn du erkennst, dass du das nicht bist. Ja. Ja. Macht das jetzt Sinn? Ja. 6 wiederum ist die große Verbindung. Ja. Das kann man sehr vielfältig machen. Ja. Das heißt, das wirst du erst in dem Moment bewusst, S-A-I-N, Bewusstsein ist nicht existierend, ewig. Wenn du begreifst, dass du der Gedanke des Menschenaffen, an den du denkst und bist da, du bist jetzt felsenfest davon überzeugt, was, dass du das bist, dass du dieser Gedanke bist und alle anderen Gedanken bist du nicht. Wenn du das begreifst, dass du das eben auch bist, aber du bist auch der Stein oder das Haus oder der Berg, egal was du anschaust, und du bist es nicht. Weil alle Wellen, die in dir auftauchen, sind Teile von dir selber. Aber das, was du bist, ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Mhm. Das bist du erst dann, wenn du erkennst, dass du das, was du bisher zu sein geglaubt hast, nicht bist. Und dann doch wieder. Mhm. Aber nur in dem Moment, wo du an das denkst. Mhm. Mhm. Jetzt bin ich die Welle und jetzt bin ich die Welle. Ich bin alle meine Gedankenwellen, aber keine bestimmte davon. Ja. In jeweiligen Schichten sein, durch eine sogenannte Fulguration, Fulgur, wie ein Blitz, zack, 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 getrennt. Das mit dem Blitz ist natürlich so eine Sache, weil ich immer in irgendeinen der Ohrenbohrungsschriften schreibe ich, warum kannst du jetzt da überhaupt Buchstaben erkennen, weil ein Unterschied ist zwischen den schwarzen Buchstaben und dem weißen Hintergrund. Es ist ein Unterschied zwischen Krishna und zwischen Arjuna. Es ist ein Unterschied zwischen einem schwarzen Loch und einem weißen Loch, nämlich der Unterschied liegt in einer Spiegelung. Mhm. Stimmt oder stimmt? Was ist jetzt der Unterschied als Ding an sich? Er liegt nicht im Weißen oder im Schwarzen. Ein Unterschied an sich ist eigentlich das Nichts, das ist der Nullpunkt, der den Wellenberg und das Wellental unterscheidet. Okay, ja. Das erörtert jetzt das Zusammenspiel von genetischen und zivilatorischen Einflüssen. Jetzt fangen wir natürlich wieder, was ist zivil, was sind die Gene? Die Genesis? Mhm. Was ist die Genesis? Mit was beginnt die Genesis? Im Anfang war das Wort Bereshit. Kannst du dir zeigen? Hast du mich wieder? Ja. Die Genesis beginnt mit in diesem Kopf wird Himmel und Erde erschaffen. Ja. Es ist aber, was du jetzt als Pixelmännchen vor dir hast, es ist dein Kopf, dein roter Kopf. Mhm. Es ist der Kopf von dem, der mich jetzt ausdenkt. Mhm. Und nicht der Kopf, an den du denkst, wenn du an deinen bisher, bis dort an deinen Kopf denkst, wo du dich dann hinter die Augen setzt. Das sind schon ausgedachte Punkte. Mhm. Absolute ist was ganz was anderes. Mhm. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Information über den Schmetterlingseffekt. Darum sage ich, es ist das, wenn man mal so einen verrückten Einfall hat, den nicht einfach wegwischt, so ein Blödsinn will ich nicht, sondern dass man den einfach mal ohne Kaufmannsding nochmal was Verrücktes macht. Babyschritte hat auch damit zu tun. Das sind die Babyschritte. Dass ich sage, mach in kleinen, disziplinier dich, dass du nicht alles immer schön steril bleibst, im kleinen dich hier, dass du einfach was Verrücktes zulässt. Du musst an nichts denken, was die anderen von dir denken. Du musst nur den Satz verstehen, was denken dann die anderen von mir. Die ich mir jetzt ausdenke, die können zuerst einmal gar nichts denken, weil es bloß meine Gedanken sind. Zu sagen, was denken dann die anderen von mir? Das Wort die anderen ist ja zuerst einmal ein Gedanke. An was denkst du bei dem die anderen? An Menschen? Ob ich jetzt die anderen oder ob ich das Menschen denke oder ob ich das Informationen oder Gedanken nenne, spielt keine Rolle. Die anderen sind in dem Moment einfach bloß eine abstrakte Kiste. Ja. Und was denken die dann von mir? Ja, solange ich mir nicht denke, was die von mir denken, denken die überhaupt nichts. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Das ist die Sache, hast du es verstanden oder nicht verstanden? Wenn du es verstanden hast, hast du damit kein Problem mehr, was die anderen von dir denken. Nein. Ich habe kein Problem, wenn ich mir jetzt welche ausdenke, die sagen, der Dilettant Patsche oder der spinnt ja. Oder was wir heute Morgen gehabt haben, müsste ich fast hier mit Michael
Das sind lauter, können wir ganz kurz nochmal einblenden. Das ist jetzt übrigens keine Kritik, sage ich immer wieder. Das ist diese Unachtsamkeiten. Es ist also so, diese Unachtsamkeiten, genau so ist es. Das letzte Selbstgespräch, vorhergehende. Als Lehrer, Dozent der Erwachsenenbildung muss ich da mal sagen, das ist kein Fehler im Sinne der Berechnung von Wassertiefe, denn Wassertiefe wird einen positiven Wert angegeben, im Schwimmbad steht da bla 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 bla, das kannst du weiterlesen. Es ist in Beziehung auf diese Sache mit der Wurzel. Mhm. Und ich schreibe jetzt, antworte, genau dieser Trugschluss von unbewussten Lehrern ist die Quelle des Leids, dass sie ausgedachte Unweise selbst erleben und zwangsläufig all die, die mit diesem Geschwätz nachäffen, erleben auch es Leid aufgrund dieser Sache, dass sie nicht begriffen haben, was Wurzel bedeutet. Wurzel bedeutet das hier. Mhm. Ja. Plus-Minus-Ergebnis. Ja. Dass letztendlich nichts bleibt, egal was ich denke. Mhm. Deine einseitige Ani-Logik, das heißt, der Zweite versucht, sich ständig am Leben zu halten. Jetzt kommt natürlich dann eine kleine wieder, was sind dann hier die jetzt ausgedachten Lehrer? Vollkommen klar, das sind jetzt bloß Worte. Mir ist das schon bewusst. Ist es ihm bewusst gewesen, wie er hier ein Orber gesagt hat? Mhm, genau, ja. Es geht immer um den, der sich jetzt das ausdenkt. Mhm. Wie weit ist die von dir Geist ausgedachte Wasseroberfläche und die von dir Geist de facto hier und jetzt ausgedachte Wassertiefe in deinem Bewusst-Essain voneinander? Ich habe jetzt Plus R, Minus R entfernt. Plus Minus ist Null. Wie weit ist jetzt Nürnberg und Zürich auseinander? Oder Bayreuth und Weißenburg? Die haben nicht existiert, bevor du das jetzt diese Worte nicht gehört hast und du denkst dir jetzt Bayreuth wohin und du denkst dir Weißenburg wohin. Ja. Aber du kriegst das zweite Gebot, weil du glaubst, dass das, was du denkst, was hier und jetzt hast, einmal nur Worte sind, die hier und jetzt in diesem Punkt sich befinden, dass ich im Zentrum deines Bewusstseins nenne, dass du dir das ausdenkst und vor dich hinstellst, aber wie weit sind die jetzt in diesem Moment in Wirklichkeit entfernt? Nämlich da, wo sie jetzt gedacht werden, in dem Punkt, keine Millimeter. Kann man nicht häufig genug sagen. Stimmt das oder stimmt das? Wie oft habe ich gesagt, jetzt als Intro, ich denke mir Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Wie weit ist Zürich und Wien, die ich mir jetzt ausdenke, in Wirklichkeit voneinander entfernt? Die sind beide hier, was meine Gedanken sind. Genau, das ist es. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Genau. Und wenn ich dann höre, ja, aber die sind ja trotzdem da außen, hast du das Wesentliche nicht verstanden? Mhm. Das ist der Zweite in dir, der so unendlich hartnäckig ist. Deine einseitige Ani-Logik, das heißt, der Zweite versucht, sich schon wieder am Leben zu halten. Jetzt mache ich, das ist ja vollkommen klar, darum geht es ja gar nicht. Das ist immer wieder, ja, aber, ja, aber. Ein ausgedachter Udo ohne ausgebildete Lehrfähigkeit kann das ja nicht kapieren. Das ist das, was ich meine. Punkt. Ein ausgedachter Udo erscheint in dir so, wie du in dir ausdenkst. Ja. Während ich das schreibe, ich mache jetzt einmal, habe ich im Hintergrund gesehen, dass er schon wieder geschrieben hat. Mhm. Das ist dich zu verteidigen. Du hast recht. Ich lasse dir doch dein Recht. Ja. Dieses Prinzip musst du wissen, dieses ständige Ja-Aber und Einseitigkeiten musst du lernen. Genau. Erkennen. Jetzt wird zurückgerudert, vollständig halber keine praktische Bedeutung für die Lösung dieser Aufgabe. Doch die absolute Lösung dieser Aufgabe ist schlechtweg zu begreifen, was er wählen Berg und er wählen da, was er Gedankenwille ist. Die Lösung dieser Aufgabe ist definitiv, dass ich irgendwann einmal erkenne, dass eine Frage ist, jetzt ein Wellenberg, ist eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Dorf, dass das keinen Sinn macht, weil ich die höheren Kollektionen nicht verstehe. Dass eine Frage ist jetzt eigentlich eine Wohnung, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Badezimmer, Küche und so weiter, keinen Sinn macht, weil ich nicht weiß, was die Kollektion ist, die im Hintergrund steht. Ja. Dass der Gedanke eines Menschen rot gelesen, an Menschen blau gelesen, an Trockennasenaffen, dass der, der sich diese Menschen ausdenkt, eine andere Art von Mensch ist, wie ein ausgedachter Mensch, ein vorgestellter Mensch, weil ein vorgestellter Mensch als Menschenaffe, ein Enosch, etwas Vergängliches, Sterbliches ist, das sich schon wieder auflöst, wenn dieser Denker, der bewusste Denker, die Menschen nicht mehr denkt. Also hier vom Überleben der Menschheit zu reden oder eines Körpers, macht überhaupt keinen geistreichen Sinn. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt, ja. Und du kannst nur deine eigene Hartnäckigkeit
Hartnäckigkeit beobachtet. Ja. Das ist immer wieder, das Ego bäucht sich immer wieder auf. Und jetzt musst du wissen, dass wir jetzt hochgradige, wirkliche Philosophie betreiben, die Suche nach Weisheit, die Liebe zur Weisheit, zur wirklichen, göttlichen Weisheit, dieses Weiß. Ich weiß, kann ich auch wieder blau machen, dann kriege ich das hebräische Wort für Leben. Mhm. Leben hast du aber eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Meine ich jetzt polar oben und unten oder meine ich, da gibt es oben eine Hälfte und unten eine Hälfte. Was ich sehe, ich bin unten und da oben ist der Himmel. Ich bin unten und da oben sind die Wolken. Aber bin ich wirklich unten? Wie sieht es aus, wenn ich mir die andere Seite anschaue, dann bin ich plötzlich oben, weil dann da unten der Boden ist. Wie oft habe ich das schon erklärt? Mhm. Ich bin jetzt krank. Das ist dasselbe, krank und gesund. Du wirst immer merken, dass du, wenn du siehst, drum ist es so unheimlich wichtig, die zwei Seiten zu verstehen. Mhm. Alles, was der Udo dir erzählt, ist so richtig und verkehrt gleichzeitig. Solange du perspektivisch denkst. Es ist aber absolut wichtig, wie ich dick, wie ich in diesem Mittelpunkt, ich bin immer im Mittelpunkt. Mhm. Alles, was ich mir um mich herum ausdenke und räumlich verstreue, weiß ich jeden Moment, wenn was in mir auftaucht, dass ich der Mittelpunkt bin und schon immer der Mittelpunkt war. Mhm. Bist du schon ich. Also man kann durchaus sich was ausdenken und man kann es bewusst machen. Ich kann mir durchaus bewusst was in die Vergangenheit denken, ich kann mir Fehler ausdenken und mir da ausdenken. Aber es gibt keinen Grund, denen was vorzuwerfen, dass die Dinge so sind, wie sie von mir ausgedacht werden. Es ist ein Dasein müssen. So wie alle Antagonisten in deinem Traum so sein müssen, wie sie von dir geträumt werden, was dein Intellekt, dein derzeitiges Programm, dein Schwamminhalt steuert, bist auch du jetzt als ausgedachter träumender Geist ein Dasein müssen, dass das du musst, was du träumen musst. Es ist alles Existierende ist was Festgesetztes. Was ist die Ursache? Da musst du jetzt in den roten Bereich rein, aber der rote Bereich braucht, der Computer braucht ein Programm. Und du kannst das ausgedachte Element nur verändern, wenn du das Programm veränderst, aber das erreichst du niemals als eine ausgedachte Figur und auch nicht als jetzt ein ausgedachter mit einem Joystick in der Hand. Du musst in einen ganz anderen Bereich rein, nämlich dahin, wo du eigentlich immer bist. Und dann bist du Geist und dann kannst du wirklich göttlich, plötzlich schöpferisch was Neues erschaffen, indem du dein Programm erweiterst. Das letzte Selbstgespräch nochmal anhören, die Puzzle-Erweiterung ist nicht, dass du irgendwas Bestehendes, was du jetzt denkst, nicht mehr haben willst oder irgendwas an irgendeinen Gedanken verändern musst. Mhm. Wenn du Gedanken, Informationen von dir verändern willst, darfst du nicht die Information als Ding an sich verändern wollen. Mal ganz einfach gesagt, du wirst niemals ein Computerspiel elementar verändern können, wenn du versuchst, die Bilder auf dem Bildschirm zu verändern. Du musst das Programm, das die Ursache ist, erweitern. Das passiert mit Holofeeling. Und dann bleibt alles bestehende Wissen komplett so wie es ist, aber wir machen was vollkommen Neues dazu und das ist die simple Geschichte mit dem Haar, wo wir plötzlich vollkommen neue Sachen dazu machen, die was anders sind wie das Haar. Aus dem Haar, das jetzt das Programm symbolisiert, wo deine gigantische Traumwelt generiert, herausgeneriert wird und du, die muss ich nicht sagen, diese Bilder du prinzipiell noch in die aufschmeißen könntest. Ja. Oder auch mein Beispiel mit Internet, du sitzt jetzt vor einem Computer als Brösel, als Figur, als Protagonist und du hast es in der Hand, die Bilder auf deinem Bildschirm zu verändern. Das ist jetzt ganz grob, ob du einen anderen Film einschaltest, eine andere Internetseite aufmachst und mach dir mal bewusst von diesen, von dir jetzt ganz bewusst ausgedachten Milliarden und Abermilliarden von Internetseiten. In was für einem kleinen Bereich bewegst du dich ständig? Im Bereich dessen, was für dich von Interesse ist. Mhm. In einem Nichts, obwohl du wirklich die Möglichkeit hättest, andere Sachen nochmal zu machen. Komplett verrückte Sachen zu machen, wo ich zeige, das geht, du musst nicht mal andere Internetzeichen aufmachen. Das geht schon los, wenn du bloß anfängst zu spielen, meinetwegen mit dem Google-Übersetzer. Erinner dich, wenn wir die Französisch reden lassen oder Englisch reden lassen oder Türkisch reden lassen, mit nur mit deutschen Schriftzeichen, wie das dann anders klingt. Nur mal erwähnt spielen, was Verrücktes machen. Das wiederum kannst du nur, wenn es dir einfällt.
Das nennt man Inspiration. Jetzt ist aber das Problem, ich bin immer noch bei unserem Schmetterlingseffekt, bei dem Beispiel mit der Marion, dass in dir was auftaucht, ja, wo deine Logik sofort sagt, nee, das interessiert mich nicht, das will ich nicht. Das heißt, du wirst unheimlich inspiriert durch Holofeeling, aber es ist für dich eine absolute Katastrophe in dem Moment, wo du sagst, das interessiert mich ja nicht, das bringt mir ja nichts. Kaufmannsding. Da einfach mal verrückt zu sein. Selig sind die Verrückten, die sehen eine vollkommen neue Welt. Du musst ein außergewöhnlicher Mensch, rot geschrieben werden, der in der Lage ist, auch außerhalb der Gewohnheiten des Trockenmaßenaffen zu agieren. Der Denkgewohnheiten. Weil genau das Verrückte, das Verkehrte, ist die Kehrseite, die du nie zu sehen bekommst. Wenn du das nicht, diese Inspirationen aufgreifst. Aufhören. Aufgreifst. Aufgreifen. Das ist das, wo ich immer jetzt wieder als Metapher den Entwickler von Audiogeräten vom Udo, wo ich streng mich gehalten habe an die Regeln, ich sage immer wieder, dieser Udo, den ich mir jetzt ausdenke, sind seine Götter von Religion, das ist eh bloß Wischiwaschi, war die Physiker, weil man alles berechnen kann, bis ich dann die Fehler entdeckt habe. Und dann kommen einfach Ideen, probier doch das einmal. Und dann kommt sofort wieder die Logik, so ein Krampf, das ist ja absolut unlogisch. So wilde Geschichten, wo ich da dazu habe, wo ich dann hier bei Firmen im Bauernland habe, die mir sagen, das bauen sie nicht zusammen, weil dann kann man es wegschmeißen, das funktioniert nicht. Dann musste ich eine staatliche Erklärung abgeben bei eingegossenen Frequenzweichen, weil die sagen, wenn wir die jetzt eingießen, 1000 Stück, die können da wegschmeißen, die funktionieren nicht. Dann musste ich eine staatliche Erklärung abgeben, dass ich das will, dass die Schaltung genauso eingegossen wird, weil die gesagt haben, die funktionieren ja nicht. Ja, Und die haben sich dann gewundert, dass wir in kürzester Zeit nachbestellt haben, weil wir es verkauft haben. Wie können die das verkaufen? Das geht doch gar nicht. Offensichtlich hat es dann doch funktioniert. Andere Logik. Das ist da, auch in deinem einfachen Leben sind solche Sachen da, aber du verhinderst das. Dass irgendwann einmal in der jetzt gedachten Zukunft in der Spur Wunder passieren. Was du Wunder nennst, ist immer Sachen. Ein Wunder ist letztendlich etwas, was Unlogisches ist. Ist doch einer, der hier nicht an Gott glaubt, kann keine göttlichen Wunder erleben. Das ist übrigens ganz interessant, in einem derselben, was jetzt nicht in welchem Buch dieser Ohrenbohrungen das drin ist, wo ich dann ganz definitiv sage, wir denken uns Tiere aus und wir gehen einmal davon aus, dass es kein Tier gibt. Du sprichst ja an dir mit deiner jetzigen Logik Gefühle zu. Ich sage, das ist mit Holofeeling schon weg, weil der Gedanke so sein wird, wie du an dir denkst. Ja. Und das gilt dann, aber ein Tier, wir bleiben mal in der normalen, naturwissenschaftlichen, materiellen Logik, ein Tier, das hat zwar Gefühle und alles, einen Instinkt, eine eigene Erfahrungswelt, so glaubt man ja, so denke ich ja, das mit dem anerzogenen Wissen, aber was ich mir ziemlich sicher bin, dass es kein Tier gibt, das an Gott glaubt, das was von Gott weiß. Das heißt definitiv, dass ein Tier niemals Wunder erleben wird. Weil ich kann dann nur ein göttliches Wunder erleben, wenn ich das dann mal an Gott glaube, der die Wunder in mir vollbringt. Immer dran denken, ich setze mal Gott für Schöpfer, das bist du selbst. Du musst deine eigenen Wunder vollbringen. Besser wäre es, wenn ich sage, wir, JCO und ICO in der Kombination. Ja. Das ist nämlich auch sowas. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und jetzt ist es ja so, gut, wir halten einfach mal fest, wenn jemand nicht an Gott glaubt, kann er auch keine göttlichen Wunder erfahren. Aber das ist jetzt die große Schwierigkeit, das gilt auch für das, was du Trockenmaßenaffen nennst, das sind Tiere. Da gibt es zwar viele, die an Gott glauben, die glauben aber an einen ausgedachten Gott. Einen Gott, den sie erschaffen. Und ob ein Gedanke von dir als Ding an sich die Quelle für Wunder sein kann? Nee. Die Quelle für Wunder kann bloß der sein, der sich die Gedanken denkt. Ja. Und was ist jetzt eigentlich ein Wunder? Nochmal per Definition, irgendwas, was in dir passiert, was mit deiner normalen jetzigen Logik nicht möglich ist oder unlogisch erscheint. Aber ist nicht dann alles, was du jetzt ganz bewusst in dir aufschmeißt, ohne Kaufmannsdenken, was bisher unlogisch war, dass du dich plötzlich bemühst, es als logisch anzusehen, schon ein gewisses kleines Wunder? Und ich sage, das ist eigentlich so einfach, wenn man mir folgt, weil das sind so kindgerechte Beispiele. Stimmt. Ja. Jetzt lassen wir es gut sein. Gut, sehr gut. Übrigens ganz nebenbei nochmal Schmetterling griechisch gelesen, heißt auch Psyche. Psyche. Ja. Die Psyche.
Okay. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao.